Ja, wo ist dieser Friede, den wir manchmal suchen? In stürmischen Zeiten, das Auge im Sturm, dieser feste Halt. Weiß nicht gerade, was an unserem Leben, was an deinem Leben gerade rüttelt und reißt. Was gibt Halt? Was gibt dann Halt, wenn vieles Menschliche in Bewegung ist und sich das Leben so um uns dreht? Wir starten in eine neue Predigtreihe, die heißt Standhaft. Leben im Sturm. Was stürmt gerade? Was versucht dich umzuhauen? Welche Wellen schlagen gegen dein Haus oder deine Gesundheit oder deine finanzielle Situation, dein Herz? Leben im Sturm. Was will dich umhauen? Diese Predigtreihe wird sein zwischen Auferstehung und Pfingsten in dieser Zwischenzeit. Ostern, gefühlt schon wieder lange her, der Heilige Geist ist noch nicht da. Die Jünger sind in diesem Zwischenland. Stürmische Zeiten, vielleicht standhaft zu bleiben. Und wir werden uns in dieser Zeit das Buch Daniel anschauen im Alten Testament. Ein Mensch, der standhaft gelebt hat, ein Mann Gottes in dieser fremden Kultur mit vielen stürmerischen Herausforderungen und Löwen und Essen und alles Mögliche. Manche Geschichten sind ja sehr bekannt. Ich bin in der Sportgruppe, Pilates hier, und da machen wir immer so Sachen, um beweglich zu bleiben. Man muss ja gucken, so langsam. Und da gibt es ganz viel darum, auf einem Bein zu stehen oder so verschiedene, so Balance zu üben und dann diese tiefen Muskeln zu trainieren. Und dann haben wir die letzte Andacht gemacht, wo es genau darum ging, standhaft zu bleiben. So wie lang, also wir könnten es auch gemeinsam machen. Ah ne, okay. Wie lang schaffe ich es, auf einem Bein zu stehen? Und was hilft mir dabei? Wenn ich mich bewege, wird es schwieriger. Wenn ich einen Fixpunkt da hinten justiere oder zu Franz schaue, genau, dann wird es leichter, wenn ich so einen Blick habe. Weil wenn dann die Wellen kommen und wenn das Leben so kommt, dann wird es kippelig. Stehe ich mit beiden Beinen im Glauben, im Leben, dann wird es fester. Es gibt Christen, die haben ein Bein schon irgendwie schon so im Himmel. Die leben nur so mit halb noch in dieser Welt. Sie denken, ah ja, es geht ja dahin. Es gibt auch Menschen, die leben nur mit einem Bein im Glauben und sagen, ah, ich bin halt so sonntags hier und dann, ach, das andere Leben ist ja auch irgendwie da und ist auch schön und man eiert mal so hin und her, ist auch nicht wirklich standhaft. Genau, darum geht es in dieser Predigtreihe. Was fordert uns eigentlich heraus in unserer Zeit? Was ist, wenn dann so diese Anfragen kommen, wenn ich im Arbeitsleben bin? Wie entscheide ich mich jetzt, wenn dann diese Halbwahrheiten kommen? Ich weiß, was der Chef will, aber wie bleibe ich da standhaft? Oder wenn auf der Arbeit in der WhatsApp-Gruppe die ganzen zweideutigen Sprüche hin und her geschickt werden, wie stelle ich mich dazu? Wie verhalte ich mich da? Wenn so diese Anfragen kommen, dieser Wind weht in Beziehungen und alles irgendwie beliebig ist, wenn ein Bein wackelt, dann sind wir in diesem Dilemma, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Das Daniel-Dilemma. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir steigen ein mit Kapitel 1 im Buch Daniel. Und es gibt einen Clip von einer Gemeinde, von einer Kirche in Zürich, aus der Schweiz, von ICF. Die haben das zusammengestellt, wie dieses erste Kapitel, was da passiert. Und ich zeige euch jetzt diesen Clip. Das wird der Predigttext heute sein. Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt.
und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte: Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meschach. Und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aschpenas sagte: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel: Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der 3-jährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananiah, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Soweit Kapitel 1 des Buches Daniel. Israel wird besiegt von den Babyloniern und unsere 4 Jungs werden nach Babylon verschleppt. Das waren ja Teenager, Jugendliche in dem Alter. Und sie sind dort jetzt in Babylon, in dieser Gegenkultur, in dieser Welt und trotzdem nicht von dieser Welt. So, und die babylonischen Herrscher, die machen das ja ganz schlau. Die sind ja ganz pfiffig. Das ist nicht so ein Frontalangriff. Die wollen sie jetzt nicht knechten oder gefangen nehmen, sperren sie nicht ins Gefängnis, sondern das ist so ganz unterschwellig. So, zuerst mal Babylonien sucht den Superstar. Die schönsten, ohne körperlichen Makel, die am größten Auffassungsgabe haben, die hübsch sind, schlau sind, weise sind, verständig sind, die dürfen jetzt dahin. Das ist ja erstmal ein Kompliment und man fühlt sich geehrt und so. Die machen das ganz, ganz schlau. Und dann führen sie diese Babylonien sucht den Superstar-Mannschaft ab in ihr Land und dann sollen sie die Sprache lernen. Sie werden am Königshof wie Prinzen behandelt. Ja, ist doch schön und bekommt Anerkennung und die machen das gut, gell? Die sind richtig schlau, so ganz unterschwellig. Die Idee war, dass man sie dann lehrt und immer mehr so gleichschaltet und dann wieder zurück nach Jerusalem, nach Israel setzt. Aber dann sind sie halt eine von denen, aber ja eigentlich ja welche von uns jetzt geworden. Babylonier. Der König bestimmt, was man ihnen täglich vorsetzen soll, heißt es im Bibeltext. Der König bestimmt es. Und dann gibt es leckere Speisen und verlockende Dinge. Und dann frage ich mich, was wird mir eigentlich die ganze Woche vorgesetzt? Von wem auch immer jetzt. Was wird uns wieso dargeboten und es ist so unterschwellig und doch ist es irgendwie, es prägt uns und es nimmt uns da ein bisschen mit hinein, es verlockt. Womit werde ich gefüttert die ganze Woche über?
mit Werbung, die auf gewisse Dinge abzielt, mit Filmen im Kino oder zu Hause, mit Dingen, die sind doch so normal, die macht doch jeder. Na, grüß dich, suchst deine Mama. Die ist da. Ah nee, du willst dahin, gut. Okay, keine Ahnung, oder? Okay, nachher kommt nochmal jemand vor und will irgendwas erklären. Also, was wird uns gefüttert, was wird uns angeboten, so ganz unterschwellig, das riecht ja auch gut, aber irgendwie beeinflusst uns das ja doch. Da gibt es ja vielleicht Dinge, die sind noch subtiler so. So, naja, ich gehe halt viel arbeiten und ich muss viel auch leisten in der Firma und so. Und dann bin ich sonntags der einzige Tag, wo man nichts isst, da schaffe ich es halt auch mal nicht in die Gemeinde. Dann wird plötzlich Arbeit so wichtig. Oder die Sache mit Kindern im Sport, zu sagen, ja, das ist ja wichtig, dass die Kinder Sport machen und in diesem, aber dann ist ja auch wichtig, aber dann sind die Turniere sonntags oder dann finden sie da viele Freunde und in der Gemeinde nicht mehr so. Und das sind super Dinge. Ich liebe unsere Welt, ich liebe Sport, ich liebe Vereine, ich liebe diese, aber was kann da uns untergeschoben werden an fremden Gewürzen und Geschmäcken und uns oder auch Aktivsenioren, die sagen, Mensch, jetzt habe ich endlich so viel Freiheit und so viel auch, irgendwie habe gut gearbeitet, jetzt mache ich ganz viele Reisen, bin immer weg und man verpasst es, Väter und Mütter in Christus zu werden. Gute Dinge, also viele Reisen zu machen, genau, ich hoffe, ich kann das auch irgendwann. Aber zu gucken, das ist so eine ganz schmale Gratwanderung. So, was bewegt uns, was füttert uns, womit werden wir ernährt? Was sind die Strömungen? Und ich möchte mit euch drei Punkte anschauen, wie wir standhaft leben können. Erstens, lebe mit göttlicher Identität. Du musst wissen, wer du bist in dieser Welt. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, wie sieht Gott dich? Ist es klar? Hast du da einen klaren Stand, was Gott über dich denkt? Weil wenn das nicht ist, dann sagen die anderen, was sie über dich denken. Das sagen sie sowieso. Aber dann geht das so rein. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann versuchen es mir andere zu erklären. Und dann bekomme ich andere Namen. Die Jungs bekommen andere Namen. Der Daniel ist jetzt Belshazzar. Und die anderen Jungs kriegen auch. Und diese Namen sind Programme. Das sind ja nicht nur, ah ja, jetzt findet man einen anderen Namen, damit wir die aussprechen können oder so, sondern da steckt ja was dahinter. In der damaligen Zeit noch mehr wie vielleicht heute. Daniel heißt übersetzt, Gott ist Richter, Gott entscheidet. Belshazzar ist der Name des königlichen Gottes, des Götzen der babylonischen Welt. Also nicht mehr Daniel, nicht mehr Gott ist Richter, sondern Belshazzar, dieser Götze, urteilt jetzt über mich. Wer richtet über mich? Wer spricht das Urteil über mich? Die Werbung oder mein Abteilungsleiter? Oder meine Schwiegermutter, oder ist es Gott? Hanania heißt, übersetzt, Gott ist gnädig. Ja, Gott ist gnädig. Und jetzt heißt er Schadrach, das heißt Angst vor Gott. Wenn wir in dieser Welt nicht aufpassen, dann verändert sich unser Bild von Gott, von Gott ist gnädig zu Gott macht mir Angst. Heute wird man vielleicht dem Namen geben, Gott ist doch langweilig. Hab lieber Spaß im Leben und genieß alles und Kirche und Gott und so, ist doch eher langweilig. So, wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir einen anderen Namen. Unser Gottesbild verschiebt sich. Michael heißt, wer ist wie Gott? Wunderbarer Gott. Und Meshach heißt in babylonischer Sprache, wer ist wie Schach? Einer der babylonischen Götzen. Von wer ist wie Gott wird es, wer ist wie Schach? Wer urteilt über mich? Wer ist der, auf den ich schaue, auf den ich staune? Was wird groß in meinem Leben? Wer ist wie Gott? Oder wer hat so ein schönes Auto wie mein Nachbar? Was sind die Dinge, die uns vergleichen lassen, die uns herausfordern? Und Asaja heißt, Gott hat geholfen. Die haben alle tolle Namen, gell? Gott hat geholfen und aus ihm wird Abednego. Das heißt Sklave des Nego, auch einer der Götter. Aus Gott hat geholfen, wird ein Sklave. Ein Sklave dieser Gesellschaft vielleicht, dieses Leistungsdrucks, dieses Hamsterrads im Alltag. Und wie schnell passiert das, dass wir andere Namen
für uns andere Identitäten annehmen. Und dann steht da plötzlich Kunde auf meiner Stirn oder Leistungsträger oder schlau oder Großvater. Das sind ja gute Dinge, wir sollen ja schlau sein, wir sollen Dinge kaufen. Aber welche Namen werden uns über uns ausgesprochen und was macht es mit uns? In Babylon wird aus Plus wird Minus. Aus Gott ist gnädig wird Gott macht Angst. Gott verdreht auch manchmal die Dinge, aber dann wird immer aus Minus Plus. Wir hatten diese Predigt neue Namen bekommen in der anderen Predigtreihe. Da war zum Beispiel dieser Josef, der hatte den Namen eines Betrügers, der an der Ferse des anderen festhält, an seinem Bruder, am Esau. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen und sagt, du bist Israel. Und damit der Name für dieses Volk, was da kommt. Gott macht immer aus Minus Plus. Aber Babylon macht aus Plus Minus. Bleib in dieser göttlichen Identität. Das ist manchmal schwer, wenn so viele Dinge auf uns einströmen. Bleib stehen, bleib standhaft. In dem Buch Daniel wird weiter an jeder einzelnen Stelle Daniel, Daniel genannt. Punkt. Einmal nicht, wo der König ihn ruft. Ja, der König darf das sagen, dieses Belshazzar. Soll er halt. Aber der steht immer, da heißt es, ja, die haben diese Namen bekommen und im nächsten Vers heißt es, aber Daniel ging dann und dann, yes, Daniel bleibt Daniel. Gott ist doch Richter, auch über Daniel. Das ist aber nicht so einfach im Sturm. Und spannend in dieser Geschichte ist, Gott rahmt ja diese ganze Geschichte ein, da gehen ja diese Wellen hoch und tief. Ich meine, heute ist noch eine kleine Welle mit diesem Essen da, komme ich noch, da gibt es ja noch Löwen und so Sachen. Aber in dieser Geschichte, Gott bleibt immer der Richter auch in dieser Geschichte. Vers 2, Gott gab Israel in die Hände Babylons. Vers 9, Gott gab das Wohlgefallen dieses Oberkämmerers. Vers 17, Gott gab Daniel Einsicht, Weisheit und Verstand. Gott bleibt Richter, auch wenn es stürmt und tobt. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Daniel. Zweitens, entscheide dich, wofür du stehst. Mit einem Vers rausgreifen, den Vers 8 und nochmal lesen. Da ist jetzt Daniel an diesem babylonischen Hof und muss sich überlegen, okay, wie lebe ich denn jetzt hier, wie mache ich das denn? Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Am spannendsten an diesem Text finde ich die ersten paar Worte. Er nahm es sich fest vor. In einer anderen Übersetzung heißt es, er nahm es sich im Herzen vor. Bevor überhaupt irgendwas passiert ist, hat Daniel überlegt, okay, ich entscheide jetzt, wofür ich stehe. Nicht dann. Nicht dann, wenn es gut riecht und jetzt so ein Steak. Und gut, es passt noch nicht zur Tageszeit. Vielleicht jetzt so Pancakes mit Walnusscreme oder Schlagsahne, ein paar Erdbeeren. Vanilleeis oder Walnusseis. Genau, ich muss es vorher entscheiden, sonst habe ich keine Chance. Und das weiß Daniel und er sagt, ich nehme das zu Herzen, ich werde von diesen Speisen nichts anrühren. Ich muss vorher entscheiden, bevor ich mittendrin bin. Ich muss mich vorher entscheiden, wie möchte ich meinen Ruhestand gestalten. Das muss ich machen, während ich noch arbeite. Ich muss entscheiden, wie halte ich es mit der Ehrlichkeit im Beruf, bevor diese E-Mail kommt. Ich muss mich entscheiden, zum Beispiel, wir hatten beim Lagerfeuerabend das Thema Pornografie. Ich muss mich vorher entscheiden, wenn ich Wetter gucke, Wetter Ulm, und dann kommen diese ganzen Anzeigen rechts und links, ich muss mich vorher entscheiden, wo klicke ich da drauf oder nicht. Wenn das mal auf dem Bildschirm ist, ist es zu spät. Wenn ich es nicht vorher entschieden habe, welchen Weg will ich gehen? Gott fordert uns da heraus, weil wenn wir für nichts stehen, dann werden wir wegen allem umfallen. Oder wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Finde ich auch gut, ja. Habt ihr es verstanden? Ja, ne? Wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Ich muss das vorher entscheiden, wofür stehe ich in meinem Leben? Rockefeller soll mal gesagt haben, als es um den Zehnten geht, den er Gott abgeben soll, also finanzielle Einstellung. Da heißt es, ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million
den Zehnten zu geben, wow. Wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon mit meinem ersten Lohn angewandt hätte, damals verdiente ich 1,50 Dollar pro Woche. Ja, hat das sich entschieden und gesagt, so, und das gilt für mein ganzes Leben, weil wenn ich sage, ja, natürlich will ich was geben und in die Gemeinde oder ins Reich Gottes, wo auch immer, aber gerade ist ein bisschen eng. Wenn ich mal Geld übrig habe, Geld übrig haben. Genau. Das ist ein Prinzip, wofür stehe ich? Welcher Wert ist mir wichtig? Für mich zum Beispiel ist so ein Wert, ich habe mir drei Werte rausgesucht, für mich ist es ein Wert, Menschen zu lieben. Das steht für mich. Und Gott hat mir so ein Herz gegeben, dass das irgendwie auch funktioniert. Also wenn ich, selbst wenn man dann mal mit Leuten Kram ist oder man sich aufregt, so spätestens nach einer Nacht habe ich wieder totale Liebe für diesen Menschen. Und das will ich mir bewahren, dafür will ich stehen. Oder ein zweites ist, ich gucke keine Filme ab 16, FSK 16. Da habe ich gemerkt, die sind nicht gut. Ich meine, 18 schon gar nicht irgendwie. Aber diese Filme ab 16, die haben oft so eine Sprache, sexuelle Unmoral oder Gewalt oder das brauche ich nicht. Okay, es gibt einen Film, aber der ist in den 70er Jahren gedreht, wird Star Wars Teil 2. Der ist ab 16. Versteht aber kein Mensch, warum der ab 16 sein soll. Okay, aber das war ein paar Jahre her, da hatten wir noch andere. Aber ich weiß, ich will diese Filme nicht. Es gibt so viele tolle Filme ab 12, ich muss die nicht gucken. Und eins noch, was über unserer Ehe steht, über Ruth und meiner Ehe, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist unser Traufvers, so wird euch alles andere zufallen. Und ich habe gemerkt, gut, wir sind beide Pastoren und da ist natürlich nochmal anders und nochmal besonders, aber das ist unser Ding. Wir wissen, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Und das leben wir und kommen damit selber nicht zu kurz. Aber das muss ich halt vorher entscheiden, bevor ich in Gemeindedienst gehe. Also darum geht's. Überlegt euch eure Dinge. Was ist euch wichtig? Und wenn die Versuchungen kommen, dann wird es halt schwer. Besser vorher. Wenn dieses schön medium gegrillte Steak vom Weber Grill Deluxe dann so serviert wird und rumgeht oder der Rotwein Chateau Rothschild 2010, kostet 7.000 Euro die Flasche. Verrückt, oder? Dann hat er wahrscheinlich Weinstein oder so. Aber wenn das so serviert wird und alle essen das doch und es riecht so lecker, hey, was sollte denn Gott dagegen haben? Ich meine, ich muss doch was essen, oder? Ich meine, ja, und wenn es schon da ist, ich bin ja auch kein Fundi, ich bin ja nicht gesetzlich. Also ich meine, so ein bisschen anpassen und dann suche ich so meine Kompromisse. Hammer naschen, so ein halbes ist ja dann nicht so schlimm, oder? Genau, und es geht so schnell. Und ich glaube, das sind oft die Gefahren, diese kleinen Dinge, die sind viel schlimmer. Das Problem war ja, im Buch steht es ja, das waren halt oft unreine Tiere, für die Juden, für das, was Gott gesagt hat. Und noch schlimmer, sie waren den Götzen geweiht und dann hat man sie im Tempel geweiht und dann im Königspalast gegessen. Das war eigentlich klar, das war schon jemand geweiht. Und naja, aber der Jerusalemer Tempel ist ja auch zerstört und das ist ja weit weg. Muss ja keiner mitkriegen. So. Ist noch einer von der Gemeinde hier? Nee. Na, wie geht das? Wie schnell geht das? Und dann wird dieses sprichwörtliche, kleine Füchse verderben den Weinberg. So wahr. Steht in der Bibel, im Hoheslied. Kleine Füchse verderben den Weinberg. Oft sind das ja nicht diese Riesenwellen, die so gegen uns branden. Und das ist einfach, also auch ganz schlimm, aber irgendwie erkennbar. Das sind ja oft diese unscheinbaren Dinge, die uns wie aushöhlen. Und ich habe nochmal gegoogelt, was eigentlich das Problem ist von diesen kleinen Füchsen im Weinberg. Denkt mal, die graben ja diese Löcher, das stimmt auch, und damit schaden sie den Wurzeln. Aber das ist auch so, die versuchen ja die Trauben zu essen, daran zu kommen. Und die großen Füchse haben kein Problem, die knabbern die dann einfach weg von diesen Weinreben, diesen Stämmen. Aber die kleinen kommen nicht hin und die beißen unten den Stamm durch. Und dann fällt die ganze Pflanze um und dann kommen sie an die Trauben. Aber wenn mal der große Fuchs ein paar Trauben isst, die wachsen nach, spätestens nächstes Jahr. Aber wenn der kleine Fuchs, der beißt es unten ab und dann ist es tot. Das ist gefährlich. Das wirkt so unscheinbar, so ein kleiner Fuchs und süß, wie er so guckt. Genau. Aber dann kann ich nicht mehr stehen. Wenn mir hier unten das Bein gebrochen wird, mein Stamm nicht mehr da ist,
kann ich nicht mehr stehen. Das sind oft diese kleinen Dinge. Ich habe mich gefragt bei der Predigtvorbereitung, auch bei diesem Bild und mit diesem Sturm, habe ich gedacht, aber manchmal oft ist es doch eher so etwas Tiefes, so etwas, was gar nicht so sichtbar ist, was gar nicht so erkennbar ist. Das sind dann eher so diese Unterströmungen, sind eher diese Dinge, die so an mir nagen. Da gibt es so ein Bild, ich glaube, mit dieser Unterströmung. Okay, egal. Also wir waren in Korsika am Strand, ein wunderschöner Strand, so ähnlich sah es da aus. Und man dachte so, boah, da könnten wir jetzt schwimmen und baden und alles. Aber in diesem Strand hat es eine Unterströmung. Wir haben uns gewundert, warum da kein Mensch im Wasser ist, aber da gibt es halt, das fließt so seitlich über so Sandbänke und vorne und dann wieder zurück ins offene Meer. Und es ist gefährlich, da zu schwimmen. Man sieht nichts von außen. Und das ist besonders gefährlich. Oft sind ja diese Dinge, die uns wegtreiben, das sind gar nicht diese Riesenstürme, sondern das sind so diese Meeresströmungen. Unser Zeitgeist vielleicht, keine Dinge. Man sieht das nicht, aber das sind ja unheimlich starke Ströme. Da schwimmt man nicht so gegen an. Also bleib standhaft und frag Gott, lass den Heiligen Geist dir zeigen, wo sind meine kleinen Füchse. Und dann entscheide vorher, so wie Daniel, wie du damit umgehen willst. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, dem werde ich über größere Dinge setzen. Er bleibt standhaft. Und Daniel ist geschickt. Er macht es ja ganz clever jetzt hier. Er weiß, so Frontalangriff würde nichts bringen. So fängt er an zu verhandeln und sagt, okay, also du Oberspeisemeister, gib uns doch mal lieber Obst und Gemüse und Wasser zu trinken. Der hat dann Angst, dass er dann schlecht dasteht bei seinem König, weil die dann abgemagert aussehen und so. Also das ist ein wunderbarer Text für Vegetarier. Und dann sagt Daniel, oder für Kindererziehung, Gemüse essen, zu sagen, ja, dann machen wir 10 Tage und wir probieren es aus und wir essen nur Gemüse und Wasser und dann wird alles, dann wirst du ja schon sehen. Also Daniel ist schon, also da schon sehr weise, überlegt sich das und guckt, wie kriegt er das, wie kriegt er den auf seine Seite und genau, das gibt es ja bis heute, Basenfasten heißt das heute auf Ernährungsschlau oder manche sagen Danielfasten. Ich mache das auch jedes Jahr im Frühjahr, 10 Tage lang, nur Obst und Gemüse und Wasser, also auf diese ganzen säurehaltigen Dinge verzichten. Und, genau. Und ich stelle mir so vor, wie sie da sitzen, Daniel und seine Freunde, und sagen, schon wieder Blumenkohl und so. Genau, das gefunden aus einer Kinderbibel, fand ich klasse. Das andere Bild macht noch mehr Appetit. Man denkt, ja, frisch auf dem Wochenmarkt eingekauft. Genau, Daniel ist schlau, er sagt, okay, wie finde ich jetzt hier einen Weg? Wie finde ich in dieser Welt, wo ich herausgefordert werde mit diesen Füchsen, wie finde ich einen Weg, um standhaft zu leben? Und da sind wir im dritten Punkt, wie lebe ich standhaft in einer fremden Kultur? In diesem Daniel-Dilemma, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und es gibt zwei Extreme, die es unter Christen gibt. Es gibt entweder das Extrem, die Kultur komplett abzulehnen, komplett zu sagen, nein, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, so, ich bin quasi die böse Welt, damit bin ich überhaupt nicht und so. Und die Gefahr ist, dass ich gesetzlich werde. Das andere Extrem ist, dass ich mich anpasse, dass ich überall dabei bin, dass ich überall mitmache und ja, die große Liebe und alles ist doch okay, dass ich liberal werde, dass alles irgendwie gleich ist und so. Man könnte das auch so darstellen, wie wenn das eine Extrem ist quasi, ich nur hier die Bibel quasi. Ich bin nur und zeige der Welt quasi meine kalte Schulter. Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich will da auch nichts zu tun haben und so, nur die Bibel zählt und ich lebe das alles und so, aber die Welt da hinten ist mir egal. Aber Jesus sagt, wir sollen doch Salz sein und Licht sein. Und das andere Extrem ist, dass ich so dastehe und sage, ja, und komm, alles wunderbar und ja, wir bringen uns ein und ja, muss man auch nicht so ernst nehmen und ja, die Bibel ist ja auch schon lang her und damals war das eben ein bisschen anders. Genau, ich mache mal zu und so. Und dann lebt man halt nur so nach außen, aber dann verliert das Salz, die Salzkraft. Und dann sagt Jesus auch, was dann passiert, dann kann man es eigentlich wegschmeißen. So, wie finden wir da einen Weg? Und da gibt es einen Vers,
der über das Leben Jesu schreibt, in Johannes 1, 14, der uns da so einen wunderbaren Weg aufzeigt. Da heißt es, er, also Christus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Daniel-Dilemma. Er wurde Fleisch und Blut in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Also da merkte ich wieder, da ist dieses beides drin. Eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also Gnade und Wahrheit. Das sind Begriffe, die uns helfen, in dieser Welt zu leben, weil da steckt dieses beides drin. Gnade und Wahrheit, beide Beine sind da. Und man könnte das so darstellen, dass ich in der Wahrheit lebe, dass ich in der Wahrheit bin und dass ich das Prinzip Gottes wahrnehme in diesem Leben und dass ich in dieses Gebrauchsbuch, in dieses Handbuch des Lebens schaue und es ernst nehme und in der Wahrheit Gottes lebe. Aber dann muss ich mich nicht so hindrehen, sondern kann so offen bleiben. Und dann habe ich eine zweite Hand und das ist die Liebe, das ist die Gnade. Gnade und Wahrheit. Und jetzt lebe ich in dieser Welt und kann Menschen einladen, auch zu kommen, weil die Wahrheit macht frei, sagt Jesus. Und jetzt kann ich einladen und in dieser Welt wirken und mit dieser Hand angreifen. Und die Gefahr ist manchmal groß, dass ich die dann dazu nehme und oh, das gibt ja so viel zu machen und so viel zu tun. Aber ich brauche das hier auch, ich brauche die Wahrheit. Weil sonst haben wir nichts mehr zu sagen in dieser Welt. Sonst sind wir halt nett. Die kleine Schwester von langweilig, oder wie war das? Genau, ich muss beides haben, Wahrheit und Gnade. Und so hat Daniel das auch gemacht. Er wusste, ich esse das Zeug nicht. Und wenn es noch so lecker riecht und wenn es doch gar nicht so schlimm ist, aber ich mache keinen Kompromiss, ich bleibe standhaft an dieser Stelle. Ich stehe, aber ich gehe auch in diese Kultur, ich gehe in diesen Palast, ich gehe vor den König und Gott hat ihm Weisheit gegeben und er beeinflusst diese Kultur, er beeinflusst diesen Königspalast, weil er diese Hand frei hat, weil er die Gnade, die Liebe hat. Und so können wir leben in der Welt und nicht von dieser Welt. Na, und ich lade dich ein, in der nächsten Woche zu schauen, wo kommt das vor? Wo kommen diese kleinen Füchse oder diese Unterströmung? Wo zieht es mich gerade eigentlich hin? Und da brauchst du viel Heiligen Geist, dass man diese Dinge erkennt. Nochmal zu unserem Bild von dieser Predigtreihe. Was hilft mir eigentlich, standhaft zu leben? So wie ein Leuchtturm, diesem Bild. Oder schaffe ich das? Vielleicht sitzen auch ein paar hier und denken, ja toll, ich habe schon gegessen. Ich habe schon von diesem Fleisch gegessen. Ich merke es gerade. Ich habe, genau, diesen Wein getrunken, aber jetzt ist er irgendwie bitter. Wie schaffen wir das denn, wenn wir fallen? Wenn diese Meereswogen so stark sind oder diese Strömung uns die Beine wegzieht, wo man es gar nicht gedacht hat. Und was gibt mir einen Halt in dieser Situation, wenn sich alles bewegt? Was gibt mir Halt? Und dann sind wir beim Kreuz. Bei diesem Kreuz Gottes, Gnade und Wahrheit. Dieses Kreuz Gottes, was hineingerammt ist in diese Welt und was steht und standhaft ist. Wie viele Menschen, wie viele Kulturen, wie viele Reiche haben schon versucht, das Kreuz abzuschaffen und sind dagegen angezogen. Atheismus, Humanismus, Liberalismus, Faschismus, Kommunismus, diese ganze Muss, die haben es nicht geschafft. Bis heute nicht. Das Kreuz Christi steht in dieser Welt und wird bis in alle Zeit stehen bleiben. Das ist der Halt. Jesus hat standhaft gelebt und ist diesen Weg gegangen. Und nicht nur, dass er uns darin Vorbild ist, sondern auch Erlöser. Er hat nämlich am Kreuz sich brechen lassen. Er hat seinen Stand aufgegeben. Er wurde hingehängt. Ihm wurden, so heißt es in der Bibel, die Beine gebrochen. Er konnte nicht mehr stehen. Für uns, für die Menschen, die nicht mehr stehen können. Seinen Stand gibt er auf. Er geht auf die Knie. Damit wir stehen können, damit wir wieder aufstehen können.
Was für ein Gott. Halt dich an diesem Kreuz fest, wenn du im Sturm eingeknickt bist und weiß, er ist für mich eingeknickt, hat sich brechen lassen, damit ich wieder aufstehen darf. Danke Gott, Gnade und Wahrheit. Bleib nicht liegen in dieser Strömung, sondern steh auf. Geh an dieses Kreuz, vielleicht zum ersten Mal heute so richtig und ehrlich und ganz. Mach es fest. Das Kreuz hält dich und vergibt. Und dann kommt neues Leben in dich hinein. Oder wenn du sagst, ja, ich will wie Daniel leben, ich will hinausgehen in das Chaos dieser Welt und ich freue mich schon auf Montag. Yes, dann geht's los. Dann geh vorher einmal am Kreuz vorbei und lass dir diese Kraft schenken. Nicht aus eigener Kraft. Lasst uns standhaft sein und festhalten an dieser göttlichen Identität, die er auf Golgatha aufgerichtet hat. Amen.